The Soccer Lounge, presented by Raiffeisen, we love football. Und Allianz Versicherungen. Grüße miteinander, willkommen zu The Soccer Lounge. 58. Ausgabe ist es willkommen. Ab sofort heissen Mandy aber wieder eine Stunde lang Soccertainment pur. Endlich ist die fußballlose Zeit in der Schweiz vorbei. Gut, das Grümpelturnier in Frankreich, das hätte sich ein bisschen darüber weggetröstet, dass es endlich wieder losgeht mit unserer Meisterschaft. Eine Meisterschaft, die ich finde, da reden wir im Verlauf dieser Sendung noch darüber, wo ja schon fast so ein bisschen wie vorentschieden ist. Vielleicht sogar mehr denn je. Wir reden über FC Basel, wir reden über Transfers, wir reden über mögliche Herausforderungen, die es wahrscheinlich nur einen gibt und auch muss top im Strumpf sein. Diskutieren tun wir mit folgenden Gästen. Vom FC Basel, der Vizepräsident Adrian Atze-Knupp. Dann haben wir den Georges Spregi, der regelmässig bei uns ist, genauso wie unser Fußballexperte der Martin Andermatt. Sie werden Einsatz nehmen hier in dieser Runde, genauso wie das der Marco Wutschur auch macht. Guten Abend, Marco. Guten Abend, Stefan. Welcome back. Richtig. Raiffeisen Super League, endlich geht's los. Ja, es ist schon so. Also, DM, wie du gesagt hast. Grümpelt du mir auch für euch Kroaten, oder? Ja. Wir haben gesagt, wir reden nicht mehr darüber. Es tut weh. Wir wollen lieber Sachen verlosen, die du... Richtig. Wieder mal ein Wunderschön. Also komm, zeig es du. Ich rede darüber, du zeigst es. Das FC Basel-Trikot, das Adrian Knupp mitgenommen von allen Spielen unterschrieben, natürlich mit dem Badge Schweizer Meister 2016. Ganz neu, der Badge, oder? Richtig. Also man schmeckt es, glaube ich, sogar, dass es neu ist. Stress wirklich frisch aus der Presse. Wenn ihr das gewinnen wollt, dann geht auf unsere Facebook-Seite, den Soccer Lounge, liken das Bild, das wir werden aufladen und den Beitrag und die Seite natürlich. Und dann sind wir schon im Lostopf. Und dann könnt ihr nächste Woche vielleicht das schon zum nächsten Heimspiel anlegen im St. Jakob Park. Ja, und apropos Facebook, wir haben etwas Neues. Oh, Trommelwirbel. Erste, du Trommelwirbel machen? Richtig, die erste Sendung, die live geht auf Facebook. Wir sind nämlich jetzt live. Jedes Montag um 7 Uhr. Macht niemand in der Schweiz? Nein, ich glaube nicht. Also macht niemand? Die Sendung wird hier live gestreamt. Wenn ihr also unterwegs seid, hier seht ihr uns so. Wenn ihr uns wollt sehen, im Zug oder so und auf Facebook sind, dann könnt ihr einfach auf Facebook gehen. Wie findest du dich? Ist gut. Schlimm wie immer. Also, der Soccer Lounge. Geht auf Facebook-Seite, tut es liken und schaut es ab sofort jeweils am Montagabend auch live via Facebook. So, wie Trainer sich beklagen, dass Spieler nicht zum Training erscheinen oder dass Spieler mit dem Handy auf dem Platz rumrennen, dann habe ich keine Ahnung, von was man redet. Aber der Marco Wutschur, der Young Generation. Ja, ich glaube, du redest über Pokémon Go, oder? Der Hype, der ist ja unglaublich, was da passiert. Um was geht's? Ich habe keine Ahnung. Ja, du musst einfach Pokémon fahren. Also, du bist mit Google Maps verbunden und hast so eine Strecke, wo du bist und dann fährst du Pokémons und arbeitest dich sozusagen auf. Egal, wo du bist. Egal, wo du bist. Also es kann auch hier im Büro eins sein, der Pikachu, dann fährst du es. Und jetzt ist der Hype in Fußball gekommen. Besser gesagt, die MLS, die Vancouver Whitecaps haben nämlich zwei Spieler verpflichtet und haben das wirklich lustig über ihre sozialen Kanäle bekannt gegeben. Hier nämlich also eben wie ein Pokémon, der wilde Michael de Jong. Ich werde da gefangen und unter Vertrag genommen. Und auch der nächste Spieler, David Edgar. Ein Wild David Edgar, ein Pierce. Müssen wir Matze Knupp sagen. So könnte man natürlich Transfers beim FC Basel könnte man natürlich den auch noch ankündigen. So, wir haben natürlich auch immer wieder Feriengrüße von Fußballspieler, die via die sozialen Medien, wie soll es anders sein, Postkarten wissen die Jungs gar nicht mehr, was das ist. Briefmarke auch nicht. Wir haben ein paar Feriengrüße. Jérôme Boateng. Oh. Lass mich vorstellen, mein allerbester Freund, Mr. Holiday. Der meist im Chillen. Dann der Hediger, wie könnte es anders sein? Ja. Okay, ich bin jetzt ein bisschen gemein, er hat natürlich auch Poolbilder online gestellt, aber der Mann, der geht an den Check. Der kennt keine Ferien eigentlich, der trainiert Dennis Hediger vom FC Thun. Und der Sommer tut seine neuen Caps anpreisen, der Homepage Sommer kocht, wo es ein Kochrezept hat. Die kann man ab sofort kaufen. Seferovic ist so ein typisches Fußballerbild, oder nicht? Ja, finde ich auch. Die Tätowierung zeigen, die neueste Sonnenbrille. Ein bisschen Style. Und ein bisschen zu lange T-Shirt. Dann Scott Sutter macht jedes Jahr einen Trip in die USA.
mit der Freundin in San Francisco. Das also die Feriengrüße. Und ab sofort müssen sie wieder einen Zeck, ab sofort kribbelt es im Bauch. Hoffentlich auch bei euch, wenn die Raiffeisen Super League in Real losgeht. Dann geht es ja los für unser Fantasy Super League Game. Richtig, genau. Wo du mein Sportchef bist. Ich habe es probiert, letzte Saison zu ziehen. Also nach einem guten Start sind wir ein bisschen runtergerutscht. Naja, es hätte nicht sollen sein. Ich wird es besser machen, ich verspreche dir, ich werde es besser machen. Es geht wieder los mit Fantasy Super League. Wir haben wieder 25 Millionen Franken zur Verfügung. Und wir ein Traumkader zusammenstellen, wie jetzt das FC der Basel macht. Der macht wirklich ein Traumkader. Machen es doch nachher. Nehmen nicht gerade alle FCB-Spiele. Ich glaube, das länger nicht mit diesen 25 Millionen. Fantasy Super League.ch, da könnt ihr ja vorbeischauen, wie das ausgeht. Wir haben wieder tolle Preise. Schaut doch einfach und macht mit. Also, jetzt wollen wir schauen, was es sonst noch wissenswert gibt. Der Marco Butschur innerhalb von 60 Sekunden alles Wissenswerte zusammengefasst. Der FC Luzern muss die kommenden 6 bis 8 Wochen ohne den Jérôme Thiessen auskommen. Der 28-jährige Außenverteidiger hat sich im Testspiel gegen Schalke 04 einen Innenbandriss am Knie zugezogen. Der Admiral Med hat still und heimlich geheiratet. Der Nazistar und seine Partnerin Sevdiye haben sich im mazedonischen Gostivars Ja-Wort gegeben. Gäste sind unter anderem der Kasami und der Wladimir Petkovic gewesen. Der Wechsel von Max Kruse zu Galatasaray Istanbul droht zu platzen. Grund dafür ist die politische Situation in der Türkei. Wie die Bild berichtet, hat der Putschversuch den Wolfsburger zum Umdenken gebracht. Kuriose Szene im Spiel zwischen River Ecuador und Aquas Quinto. Nach 10 Minuten musste die Partie abgebrochen werden, weil Spieler, Trainer, Schiris und Zuschauer von aggressiven Bienen angegriffen worden sind. Holt Real Madrid nach Martin Ødegaards zweiten norwegischen Riesentalent. Angeblich sind königlich an einer Verpflichtung vom 20-jährigen Innenverteidiger Ulrik Jensen vom Olympique Lyon interessiert. Mein Erlebnis. Mein Vorteil. Mein Ticket. Mein Sonntag. Tickets für Raiffeisen-Mitglieder zum halben Preis. Wir verlosen ein nagelneues Shirt vom FC Basel mit dem neuen Badge drauf ab dieser Saison, der Schweizer Meister 2016, vielleicht auch 2017. Wir reden mit einem Mann darüber, der es wissen muss. So sieht er aus in Action. So unscheinbar ausgesehen, so harmlos. Willkommen im Terminator, Adrian Atze Knopp. Atze, willkommen. Ich darf dir Atze sagen, wir haben früher zusammengearbeitet im Fernsehen. Sat 1 Live ran, hat es geheißen. Lang ist es her, ja. Lang. Ich sehe, du siehst immer noch gleich gut aus. Atze, du siehst immer noch gleich gut aus. Wenn du die Bilder siehst von dir, langweilig ist es schon fast ein bisschen. Nein, es ist schön, wenn man zwischendurch wieder einmal so ältere Bilder schaut. Ich schaue sie bei mir privat nicht mehr an. Und darum macht man das nicht aus. Du hast Musik gewählt oder neu dazu einlaufen. Das haben eure Mitglieder haben das so abgestimmt. Genau, das ist richtig. Ja. Wie wichtig ist Einlaufmusik für einen Club? Ja, ich glaube, es ist ein bisschen ein Stimmungsmacher für die Zuschauer und ja. Ich glaube, für die Spieler durchaus auch, wenn es mit der nötigen Power kommt. Also mir gefällt der Song auch, der jetzt ausgewählt worden ist und bin gespannt, wie auch die Spieler reagieren. Du kommst, glaube ich, direkt aus der Ferien. Wo bist du? Ja, mehr oder weniger. Ja. Ich war mit der Familie in Portugal, muss die Zeit wo? Nicht... Wann hast du das Ferienziel ausgewählt, Atze? Von der Euro? Ja. Wirklich? Ja. Du Fuchs? Weit aus von der Euro, ja. Wir haben allerdings nicht allzu viel mitgekriegt, weil wir sind ein bisschen außerhalb von Porto waren. Okay. Sind dann auch nicht in die Stadt gegangen, aber ein bisschen etwas schon. Wie kann der Atze Knopf abschalten vom Fußball, wenn er in der Ferien ist? Ist relativ schwierig, wenn man im Fußballgeschäft tätig ist, wenn man nicht dort auch daheim ist. Jetzt ist Euro gewesen, sowieso, da hat man natürlich jeden Match geschaut. Das ist klar. Oder der Bernhard Häusler nicht Lust hat, um das Telefon abzunehmen, leitet das weiter auf den Vize, oder? Ja, er leitet es meistens weiter auf den Georg Heidt. Ich werde da viel mal verschont, ja. Aber in dem Alter bist du täglich, hast du ein gewisses Zeitfenster in der Ferie, das zur Verfügung stehst? Ja, das gehört ein bisschen dazu, wenn man in diesem Business tätig ist. Aber kannst du auch in der Ferien, dass man halt in der Ferien halt immer ein bisschen online ist, seine Mails auch checkt und
es braucht ein bisschen Disziplin, dass man halt nicht immer mit dem Handy rumsäckelt, sondern das auch mal auf die Seite legt und das geht schon mittlerweile. Also das kann schon, das kannst du erlauben, ja, das kannst du Handy los. Sollen wir euch schnell einen Blick auf Karriere werfen? Marco vom Adrian Knoppi, hast du glaube die ganze Zeit ganz Platz braucht, oder? Ja, es ist knapp drauf jetzt mögen. Wir haben es ein bisschen zusammengefasst, also nicht wie immer alle Stationen gemacht. Wir haben es das mal ein bisschen zusammenfassend gemacht. Wir natürlich auch mit der aktiven Spielerkarriere, wo es in der Schweiz natürlich losgegangen ist, gross wurde im Schweizer Fußball, Basel, Aarau, Luzern, da haben es Stationen so geheißen. Dann im Ausland auch aktiv gewesen, Stuttgart und Karlsruhe in Deutschland, dann kurz Abenteuer, Türkei, der Galatasaray und auch in der Nazi natürlich eine feste Grösse gewesen. Sehr gute Quote, 26 Goal in 48 Spielen. Einige Erfolge gefeiert, Cup-Sieger mit Luzern, und 91 bester Spieler von der Liga gsi, also gewählt wurde. Dann nach der Karriere beim Fußball geblieben, unter anderem Teammanager von der Nazi im Hinblick auf die Heim-EM 08, seit 2009 Verwaltungsrat beim FCB, mittlerweile auch Vizepräsi und Nachwuchskoordinator. Also könnte man so nochmal weiterführen seiten. Ja, du bist natürlich der Bierhof gsi von der Schweiz, oder als Teammanager. Aber vorher bist du auf dem Platz Basel im Eventgeschäft gsi. Ist es weit weg vom Fußball, das Event-Business? Ja, ich hatte das Glück, dass wir viel für Fußballverbände haben können arbeiten. Also für den SFV haben wir einiges können machen, für FIFA haben wir viel können machen. Und durch das war immer ein gewisser Bezug da gewesen, zum Fußball. Ich habe mich auch ein bisschen versucht zu spezialisieren in Richtung Sportevents. Also das ist halt schon meine Welt, der Sport generell und der Fußball auch. Darum war auch immer eine gewisse Verbindung da gewesen. Aber das Geschäft an sich ist natürlich dann schon ein anderes, das ist klar. Aber wie muss man sich das vorstellen, als Adrian Knupp, wenn man aufhört? Dann hockt man da hinten, liegt man hinten und weiss, irgendetwas kommt dann schon. Ja, es kommt nicht einfach. Man muss selber aktiv sein. Und es ist schon eine grosse Challenge, wenn man 12 Jahre Fußballprofi war. Nebendran relativ wenige können aufbauen, dass wenn dann der Schnitt einmal kommt, sich Gedanken zu machen, was mache ich jetzt, in welche Richtung gehe ich, was kann ich überhaupt, was interessiert mich, das muss man zuerst einmal herausfinden und das nimmt Zeit in Anspruch und das war bei mir auch so gewesen. Also jetzt beim FC Basel natürlich eine Führungscrew mit dir, mit dem Bernhard Häuser, mit dem Georg Heitz, wo man von außen das Gefühl hat, da passt kein Blatt Papier dazwischen. Ist das so? Ja, es ist sicher so, dass wir gegen aussen als Einheit auftreten. Und das heisst aber nicht, dass wir, wenn wir intern diskutieren, nicht unterschiedliche Meinungen haben. Und wie diskutiert? Was und ich glaube, das ist sicher eine Stärke von uns, oder? Dass wir durchaus kontrovers können diskutieren über die verschiedensten Sachen, aber gegen aussen dann mit einer Stimme reden. Und ich glaube, das macht uns stark und ist sehr, sehr wichtig, generell für einen Verein. So kann man Ruhe reinbringen. Muss man als Führungsetage oder wenn muss man als Führungsetage auch andere Meinungen gelten? Also wenn du und der Bernhard Häuser vielleicht von einer Meinung überzogen sind oder trainiert und dann kommt der Georg Heiss, der Sportchef, der eine andere Meinung hat, lässt man sich umstimmen? Ja, es hat ja auch andere, wo vor allem wenn es um Spielerauswahl geht, Rudi Zbinden, Marco Strelle, der in diesem Gremium jetzt ist, der Trainer, der natürlich ganz ein wichtiger Mann ist, wir können nicht den Spieler verpflichten, wo der Trainer von Anfang an sagt, der kommt mir nicht ins Haus. Oder? Also insofern sind da viele Player mit im Spiel und da hat jeder seine Meinung. Und da gibt es unterschiedliche Meinungen, logischerweise. Oder? Und am Ende des Tages müssen wir einen Entscheid fällen im Sinn des Clubs. Und da muss auch der Trainer dahinter stehen, logischerweise. Und das schaffen wir eigentlich in den meisten Fällen. Ja. Und wie lange geht so ein Prozess? Weißt du, von denen, die nicht der gleichen Meinung sind, bis der zum Raum ausgeht und sagen, Konsens? Ja, das ist sehr unterschiedlich. Also man kommt manchmal auch aus einer Sitzung raus und ist nicht gleicher Meinung und hört sich oder sieht sich dann wieder ein paar Tage später. Also das ist sehr, sehr unterschiedlich. Ist es emotional, eure Sitzungen? Emotional nicht unbedingt. Also ich glaube, wir können sehr gut auf einer sachlichen Ebene diskutieren. Das kommt sehr auf die Persönlichkeit an. Du willst ja noch einen Stürmer holen, nehme ich an, oder? Nein, mir ist schon sehr, sehr bewusst, dass es auch gute Verteidiger und Mittelfeldspieler braucht. Aber klar, ich habe vielleicht ein bisschen mehr das Auge für die Stürmer, beobachte ich sicherlich auch ein bisschen lieber und kann vielleicht dort auch noch ein bisschen mehr dazu sagen. Ja. Warum ist aus dir nie Trainer geworden? Ist das etwas, was du nie gereizt? Ich trainiere im Nachwuchsbereich. Aber weißt du, junge Stürmer, also ich bin durchaus auf dem Platz auch und mache Stürmertraining. Aber so die Ambitionen, oder liege ich falsch, die Ambitionen, eine Superligist zu trainieren?
Das habe ich nie gehabt. Die hast du nie gehabt, gell? Nein, das habe ich nie gehabt. Und der Hauptgrund war, ich habe eine Familie auch relativ klein gehabt. Und mit den Kindern ist das alles nicht ganz so einfach. Ich habe mir eigentlich vorgenommen, ich möchte noch immer stationär bleiben, verwurzelt bleiben, auch ein bisschen mehr ein Umfeld aufbauen. Das ist natürlich nicht. Und wenn man Trainer ist, ganz oben raus, ganz dann wenig ist das im gleichen Ort. Das ist, glaube ich, der einzige Schweizer, 30 Jahre im gleichen Ort. Aber er ist auch nicht ganz oben raus. Und das ist natürlich weniger. Du bist auch viel unterwegs, du bist auch viel weg von daheim, aber du kannst sagen, meine Homebase ist da. Genau, genau, das ist mir wichtiger. Also wichtiger als der Kicker Seitenlinie? Wichtiger, ja. Vielleicht auch, weil ich das Profi-Sein erlebt habe als Spieler, auch ein bisschen gemerkt habe, was es heisst, dann du, wieder zwischen allen Fronten stehen. Was ein Trainer logischerweise noch viel mehr ist, wenn er in der Super League oder international trainiert. Und darum habe ich auch sehr, sehr schnell gemerkt, dass es nicht mein Weg wird sein, den ich einschlage. Trainer sind unter Druck. Wir wollen über Druck reden. Wir wollen über die Vormachtstellung reden vom FC Basel. Das machen wir ein bisschen später. Zuerst machen wir schnell eine kurze Pause. The Soccer Lounge, presented by Raiffeisen und Allianz. This is the decisive second. This is where a new adventure begins. This is the moment. This is your time. Tissot. Wo jemand einen neuen Anfang wagt. Wo aus Denken machen wird. Und wo Stillstand einfach keine Option ist. Da sind wir. Mit passenden Versicherungslösungen aus einer Hand. Machen Sie Ihren Weg. Wir machen mit. Allianz. Rechnung bezahlen geht ganz schnell. So. Und schon haben wir das Geld. Und für alle, die nicht zaubern können, das neue E-Banking von Raiffeisen. Einfach, sicher und schnell. Sale bei Ochsensport. Schlafsäckkonzelt von 46 Nord, Schuhe von Salomon und viele weitere Artikel bis zu 50% reduziert. Komm jetzt günstig shoppen bei Ochsensport. This is an open letter to anyone who wants to be an athlete. If you want it more than all-nighters, if you want it more than likes, or soft hands, if you really want to be an athlete, just wanting it isn't enough. Pure entertainment. Friday on SportleHD.com. Soccer Weekly. IB gegen Basel. Ja, ihr wollt mehr von Guillaume Oaho wissen. My career. Ja, die erste Trainerentlassung von der Super League. Das ist der Soccer Weekly mit den heißesten News und Facts zu der Super League. The News Center Soccer Weekly on SportleHD.com. Fridays at 12:15. Presented by Allianz Versicherungen. Pure sports, pure entertainment. This is Sportle HD. The Soccer Lounge, presented by Raiffeisen und Allianz. Der Soccer Lounge mit dem Auftakt zur neuen Saison von der Raiffeisen Super League. Basel spielt gegen Sion, da wollen wir selbstverständlich darüber reden. Bevor wir Zuwachs bekommen, müssen wir Adrian Knupp natürlich noch das Buch hier um die Nase haben. Atze, die erste Frage, die sich die Redaktion für dich ausgesucht hat. Körpergefühl, wie viele Stunden Schlaf brauchen Sie?
Also, dass ich ausgeschlafen bin, so zwischen 7 und 8. Wie meinst du, bist du ausgeschlafen? Pro Woche? Ja, das 7 und 8 ist schon relativ viel. Also ich, viel, ja, ich bin eher so zwischen 6 und 7. Anfangssaison, jetzt in dieser Phase ein bisschen weniger? Das ist sehr unterschiedlich. Rückrunde ein bisschen mehr. Das ist sehr unterschiedlich. Reisen, du hast gesagt, du kommst von der Ferien. Ja. Hey, Ihre erste Handlung, wenn Sie von einer Reise nach Hause kommen? Koffer aufschleppen. Das ist so mein Job. Und nicht nur einen, nehme ich an, oder? Nein, wir haben eine Bar, ich habe drei Kinder und zwei Mädchen drunter und die muss ich immer nehmen. Noch mal raten, deine ist der leichte. Ja, so ziemlich, ja, so ziemlich. Ich habe ihn am schnellsten gepackt. Ja, so, ja, oder? Ja. Wann haben Sie zuletzt geweint? Ja, das ist schon länger her. Tränen habe ich sicher gehabt bei der Geburt meiner Kinder. Eigentlich bei allen. Aber das sind Freudentränen. Bist du nicht nach dem Wasserboot? Nein, eigentlich nicht. Es braucht schon relativ viel. Das ist bei den anderen zwei, die jetzt kommen, glaube garantiert anders. Hey, kommen schon, Spreggi und Martin Andermann. Dazu, du kannst eins überrutschen. Wer Walliser kennt nicht. Josh, willkommen. Ja, Martin. Martin. Hey. Wir grennen Walliser, Josh. Ja, was soll ich sagen? Das kommt jetzt auch nicht so. Wenn der Cup-Sieger werden, oder? Ja, das ist ein Freudentrainer, aber das ist fast alltäglich, wenn wir ins Cup-Finale sind. Du hast während der WM Tipps abgegeben bei uns. Ich weiss gar nicht, ob du bei dir richtig gelegen hast. Doch, ab und zu. Kannst du nicht immer so drauf, wenn man es gerne nicht kann. Martin, du warst. Ich habe auf den sozialen Medien gesehen, wo du präsent bist. Im Final warst du. Mhm. Du hast, glaube ich, sogar Goal-Szenen gefilmt. Also, du hast einfach 90 Minuten durchgefilmt. Nein, das schon nicht. Manchmal gibt es so Momente, wo man denkt, so, jetzt muss ich die Kamera hintun. Vielleicht auch nachher mal selber anschauen, wie der Angriff war. Aber es gibt manchmal so Momente oder Freistöße. Jetzt schalte ich ein und manchmal gibt es. Also ich kann auch schon manchmal laufen und ist nichts gekommen. Ah, das denn schon. Ja. So, wir wollen über die Saison reden. Wir wollen selbstverständlich über den FC Basel reden. Ist es ein bisschen wie bei Highlander, AC? Es kann nur einen geben. Ja, das hoffen natürlich alle Fans vom FCB und wir arbeiten natürlich darauf an, dass wir auch in der neuen Saison können, ganz oben mitspielen können. Das ist eigentlich immer das grosse Ziel, das wir haben. Jetzt brauche ich eure Hilfe. Mhm. Ich habe das Gefühl, die letzten paar Jahre hat man gesagt, vielleicht ist der Zürich noch da, vielleicht ist der IB da, vielleicht ist der Sion noch da, der immer ein gutes Kader hat. Martin, diese Saison habe ich das Gefühl, die Schere ist noch weiter auseinander. Das ist die beste Mannschaft, die die Super League je gesehen hat. Das wäre natürlich schwer, wenn man die würde widersprechen würde. Nein, ich glaube, da macht Basel seit vielen Jahren ihre Hausaufgaben hervorragend. Ich glaube, das weiss man auch nach einem so Turnier. Es sind natürlich auch Spieler, die im eigenen Verein sind, auch gefragt. Da muss man schauen, dann ist man in der Gruppenphase gerade, Champions League, und da muss man vorbereitet sein. Und die Spiele, die man geholt hat, sicher von den Namen her hervorragend. Und mit dem Start natürlich, gerade in Sion haben wir auch mal eine spezielle Erinnerung gehabt, in Sion da zu starten. Aber auf der anderen Seite ist man ja dann auch Meister geworden, das weiss ich auch noch. Gut, wir spielen jetzt daheim gegen Sion. Aber sicher gleich ein guter Gegner. Ja. Also wenn ich jetzt auf das Logo schaue, da ist der Stern drauf auf dem Trikot. Eure Mitglieder haben abgestimmt, dass der Stern nicht mehr im Logo ist, aber bei sportlich relevanten Auftritten, jetzt könnt ihr diese Saison den 20. Titel holen, dann wäre ein zweiter da drauf. Und jetzt verbannt er ihn. Ja, auf dem Liebling könnte er eben noch sein. Auf dem Liebling könnte er schon sein. Wo ist er denn nicht mehr? Ja, auf verschiedensten Fanartikeln kann man ihn weglassen, dass es auch zeitloser ist, dass das Logo ohne Stern dann ist. Mhm. Aber auf dem Liebling würde man es natürlich schon präsentieren, wenn wir es dann wieder schaffen. Jetzt holen wir es gerade offiziell ein. Marco, bevor ich zu dir komme, bei unseren Grafiken weglassen. Der Stern. Machen wir wieder das Wenn? Ja, nicht, oder? Ich meine, es hat einen Stadt-Zürcher Club gegeben, der hat auch angerufen, weil die Leute nicht drauf waren. Das Problem hat. Transfers vom FC Basel. Marco, wir haben gehört von Martin, da sind klingende Namen dabei. Es ist eine Transferoffensive. Ja, ich glaube, ein paar Leute in Bern waren das Ohrfeigen, eine nach der anderen, die Transfers, die sie da rausgehauen haben. Wir schauen ein paar Hochkaräter an, die Basler geholt haben. Natürlich im Zentrum der Seydou Doumbia und der Eder Balanta. Ein erfahrener Knipser und ein hochtalentierter Innenverteidiger. Also da hat man gerade den Embol und den Samuel einfach so ersetzt. Dann hat Flügel richtig viel Qualität neu.
Der Bua vom FCZ kennen wir, Potenzial andeutet in der letzten Saison. Auch der Elio Nussi, ein interessanter Mann, fast schon Qual der Wahl für den Urs Fischer, wenn er den links einsetzt. Vergessen dürfen wir natürlich auch nicht, dass er eine gute Saison gespielt, trotz Abstieg in Stuttgart und auch die Aussenverteidigungspositionen. Zwei vielversprechende Spieler geholt mit dem Riveros und dem Gaber. Also ich glaube auch, dass die Schere noch weiter auseinander ist als letzte Saison. Defensiv wollte natürlich Spieler hat verloren oder etwas hat müssen machen. Ich möchte noch über Dumbia auch noch reden. Den kennst du ja bestens. He? Kenne ich natürlich auch als Berner. Oder? Berner hat natürlich den, das ist ein Hero, das ist der Lord. Oder? Mhm. Ein gewisser Trainer hier in der Runde hat den von Japan nach Bern gelockt. Ja, ich habe Tipps sicher bekommen. Und dann haben wir die Kassette, die dort noch eine Kassette gehabt, also keine TV dort. Wir haben die Kassette gesehen, wo ein Spieler, unglaublich, der hat den Pass rechts übergegeben, der Angriff ist runter und er ist vorne dran. Einfach die extreme Schnelligkeit, die halt schon vor 10 Jahren ein Fußballer zeigt, der schon den modernen Fußball drin hat. Und dann natürlich sie ganz weg bei IB, nachher ZSK Moskau. Und nachher ist dann ein bisschen hin und her überall ein bisschen ausgelegt. Aber schlussendlich, das ist ein Spieler, der dem Schweizer Fußball sicher wieder gut tut. Ist er hat 50 Goal geschossen in 2 Saison bei IB. Ist er noch für 20 Goal gut? Ja, Minimum. Minimum? Minimum sage ich sogar, weil er hat einfach den Torreicher, das muss man einfach wissen. Und das weiss der AC selber auch. Der Spieler hat entweder hat den Torreicher oder hat noch nicht und wird noch nie lernen. Und er hat nachher noch durch seine Schnelligkeit, wird er x-mal von dem können profitieren, dass er eben alleine vor dem Goalie kann stehen und das Richtige wird auswählen nachher. Als Joker, der ist reingekommen, es hat natürlich schon gewisse Räume gegeben. Die Gegenspieler sind ein bisschen müde, hat nach 12 Sekunden, 20 Sekunden, 30 Sekunden Goal geschossen. Für die Fußballschweiz ist es Transfer gut. Wie ist es für euch? Sagt ihr auch, das ist eines der Highlights? Oder sagt der FC Basel, wir probieren ihn mal aus, ob er noch das kann? Er war schon eine gewisse Zeit verletzt in den letzten paar Jahren. Ja, also man muss schon sehen, oder? Warum kriegen wir so einen Spieler mit so einem Leistungsausweis und so einem Potenzial? Oder kriegen wir nur, weil es jetzt in den letzten eineinhalb Jahren nicht ganz rund gelaufen ist bei ihm in der Karriere. Das muss man schon sehen. Und das letzte halbe Jahr vor allem, was nicht gut gegangen ist in Newcastle. Sonst hätten wir gar keine Chance, auch in der Schweiz so einen Spieler zu kriegen, auch als FC Basel nicht. Also das einmal vorweg. Und bei ihm wird es darum gehen, dass er körperlich wieder in eine Top-Verfassung kommt. Das wird die grosse Aufgabe sein. Er hat relativ wenig gespielt jetzt, im letzten halben Jahr vor allem, aber auch vorher. Ja. Also er braucht eine gute Trainingsbelastung, er braucht Spielrhythmus und dann glauben wir daran, dass er wieder auf das Niveau kommt, wo er zuletzt gehabt hat, vor allem bei ZSK Moskau, ja noch in der letzten Saison in der Vorrunde, wo er auch Goal geschossen hat, international Goal geschossen hat. Und das ist natürlich das, was wir erwarten von ihm. Champions League, viel Goal geschossen. Wir schauen schnell die Karriere an und Martin Andermatt, der schwelgt in Erinnerung an einen Trainer, der anderen Namen, die Liste von Clubs von Dumbia. Ja, jetzt ja schon gut zusammengefasst, Rundi hat das wirklich gut zusammengefasst. Wir schauen jetzt nochmal zusammenfassend an, weiss auf schwarz, welche Vereine da waren. Also die erste lese ich gar nicht vor, aber ich glaube, der Martin Weiss da, hat da gut analysiert, wo er war. Dann eben bei den Young Boys explodiert, alles in Grund und Boden geschossen, ist dann zu ZSK Moskau gegangen, hat dort recht Erfolg gehabt und dann ab der Serie A ist es ein bisschen bergab gegangen, hat es dann probiert mit der Laie zurück zu der ZSK Moskau in die Premier League und jetzt bei Basel. Also ich glaube, es ist das Alter, das beste Stürmeralter, 28, 29, das könnte noch. Seit er sich 28 ist. Wir glauben das einfach mal so. Wie ist denn, wir haben diskutiert mit dem Josh schon vor der Sendung, wie ist denn vom Spielsystem her? Kannst du Dumbia als einzige Sturmspitze laufen? Oder braucht er einen zweiten neben sich? Also ich sehe ihn jetzt selber nicht als einzelne Sturmspitze, weil er doch sehr viel unterwegs ist und er braucht auch die Löcher. Und von mir aus ist das eine super Ergänzung zum Stürm, zum Janko dazu. Er vorne den Turm, er kann drum umlaufen, kann schön die Tiefe. Das Spiel ist auf den Janko und der Janko kann nur noch Bälle mehr und ihn kannst du in die Tiefe schicken. Und das ist eigentlich ein Spiel nachher. Aber ihn ganz alleine als Stürmer hätte ich doch ein bisschen Bedenken. Ich weiss also nicht, wie es aus der Ratze sieht. Ja, ich glaube, er hat verschiedene Optionen. Er ist schon recht flexibel. Ich glaube schon auch, trotz allem, dass er alleine vorne spielen kann. Es kommt immer ein bisschen darauf an, wie man ihn anspielt, wie man ihn sucht, wie die Spieler drumherum sind.
Und das wird die Herausforderung sein von unserem Trainer, oder? Da die richtige Mischung anzukriegen, dass man den Dumbia so kann einsetzen kann, dass er seine Qualitäten am Schluss dann spielen kann. Wie hast du das gemacht, ja. Bern? Der Marco Schneider ist dann top vorbereitet. Ich war nicht mehr so lange dann dort. Dann, nach der Finalissima hatte ich noch 3 Spiele gehabt. Ich habe eigentlich dort in der ganzen Vorbereitung gesehen, können so langsam die Mannschaft anführen. Ich glaube, er ist sicher jemand, der gerade im modernen Fußball extrem viel in die freien Räume hinein kann mit seiner Schnelligkeit. Ich glaube sicher auch, dass Basel natürlich nicht die vielen Räume wird immer antreffen wird, dass sie könnte schnelle Gegenangriff starten. Bei den wenigsten von den Gegnern. Bei den wenigsten, was sicher ein Vorteil sein kann, international, oder? Dann in der Champions League spielen. Ich glaube einfach, dass er ein Stürmer ist, wie du das vorhin gesagt hast. Wenn einer ein Goal macht, der weiss, wo das Goal steht. Mhm. Aber er muss jetzt sicher den Weg wieder dorthin finden. Und da hat er sicher einen Verein auch, wo ihm auch die Zeit gibt und vor allem auch die Unterstützung, dass er sich wieder wohlfühlt. Und das braucht er ja, dass er sich wohlfühlt in einem Verein. Ja. Ich glaube, auch darum ist er von Rom wieder zurück zu ZSK Moskau. Also, auch wenn es vielleicht ein bisschen spezieller ist dort, er hat sich einfach daheim gefühlt. Und ich glaube, die Wärme kann ihm Basel sicher auch bieten. Und er hat natürlich alles dazu, weil er in den ersten paar Matchen schon seine Goal sollte schiessen, zum absoluten Publikumsliebling zu werden. Wir reden selbstverständlich über weitere neue Spieler vom FC Basel. Noch eine kurze Pause, dann sind wir gerade wieder zurück. Wo jemand einen neuen Anfang wagt. Wo aus Denken machen wird. Und wo Stillstand einfach keine Option ist. Da sind wir. Mit passenden Versicherungslösungen aus einer Hand. Machen Sie Ihren Weg. Wir machen mit. Allianz. Der Soccer Lunch, wir reden mit dem AC Knupp, mit dem Schorspräger, mit dem Martin Andermatt über neue Spieler vom FC Basel, Eder Balanta. Der ist jetzt der zweitletzte, den er hat. Der ist am Freitag publik geworden. Ist mal bei Barcelona im Gespräch als Nachfolger von Puyol. Mhm. Das sagt ziemlich etwas über den Spieler. Ja, es ist bei ihm, obwohl er natürlich in einem ganz anderen Alter ist als der Dumbia, aber es ist bei ihm von der Ausgangslage auch ähnlich. Ach, die Karriere 19, ist 18, 19? Ja, er ist 23. Oh, er ist verwechselt mit Manger. Er ist 23. Seine Karriere ist auch ein bisschen in Stocken gekommen. Die Anfrage, oder, wo man doch mit Barcelona kokettiert hat, da ist er so 2021 gesehen. Und dann ist die ein oder andere Verletzung dazu gekommen. Bei River Plate nicht mehr gespielt, Spiel. Hat nicht immer gespielt bei River Plate, hat insgesamt aber über 80 Spiele gemacht bei einem so einem renommierten Club. Mhm. Also kann sicher auf einem guten Niveau sein, aber ist nicht in der besten Phase von seiner Karriere. Darum haben wir auch die Chance gekriegt, also einen talentierten Mann zu kriegen. Und unsere Hoffnung ist eben, dass er bei uns wieder anknüpfen kann an das Potenzial, das ihn ausgezeichnet hat. Er sagt, er hätte nicht lange überlegen müssen, als er gehört von Basel. Was ist die erste Station für diesen Spieler, außerhalb von seiner gewohnten Umgebung, von seiner Heimat? Richtig, ich glaube, da hat der FC Basel einen richtig interessanten Mann geholt. Einen für die Zukunft, man hat es gehört, 23, aber doch schon einiges Erfahrung. Wir schauen da ein bisschen Daten an von ihm. 6 Länderspiele schon von Kolumbien und Kolumbien hat eine Nazi, die ist sehr, sehr gut, eine von der stärksten in Südamerika. Da kommt nicht einfach einer rein, der nicht shooten kann. Ist mit seinen 1,82 nicht unbedingt der grösste Innenverteidiger dafür, aber sehr passsicher und auch doch gefährlich bei Standards, dass er etwas kann, beweist eben das Interesse von Barca, obwohl es schon länger her war. Aber zuletzt hat man auch gedacht, dass er zu Fiorentina könnte gehen und Basel hat ihn weggeschnappt. Da sieht man auch das Ansehen vom FCB bei diesen jungen Spielern. Die kommen halt. Einen, der nicht mehr auf dem Zenit ist von der Karriere, wieder herbringen, dass er wieder Fuß fasst. Traust du ihm zu, dass er der Fischer geht aufstehen? Ja, ich glaube, das wird euch die Leistung jetzt zeigen, was er in einem Trainingsspiel ist. Das ist so. Ja, das ist natürlich der Flussklallor, oder? Der Trainer entscheidet. Der Trainer entscheidet. Nein, das ist. Natürlich. Also, es müsste natürlich so sein, dass der Club übernimmt die Verantwortung. Also um einen Spieler noch mal eine Chance geben. Und die sehen das Potenzial an dem Spieler. Und das ist das, was ich vom FCB immer hoch anrechnet. Die gehen gewisse Risiken ein und sie werden im Prinzip immer belohnt noch. Die haben auch mit den jungen Spielern gekommen, mit dem Xhaka, mit dem Shaqiri, die sie genug hatten. Die haben sie nachher keine Form und haben sie nachher wieder. Und
das wird auch wieder so ein Spieler sein, der sicher auch seinen Weg wieder machen kann. Der braucht sicher seine Spiele. Aber auf der anderen Seite hat man nicht so ein gewisses Palmares, wenn man nicht die Qualität nicht hätte. Und ich glaube, das letzte Jahr hast du vielleicht einen Unglücklichen gehabt mit dem Innenverteidiger, mit dem Meister, der Höck, der ein bisschen Pech kam mit den Verletzungen. Und ich glaube, dieses Jahr geht nicht die Rechnung auf. Wir über einen anderen Spieler reden, der als Jahrhunderttalent gilt, Marco. Ein richtig klingender Name, Elyounoussi. Man kennt vielleicht den Tariq Elyounoussi, spielt bei TSG Hoffenheim. Das ist der Mohamed Elyounoussi. Auch da schauen wir die Daten an. Links aussen die Haie. Er liebt es mit Tempo ins 1 gegen 1 gehen für einen Flügel, aber sehr, sehr torgefällig. Also hat einen grossen Zug zum Goal. Ist eher ein Flügelgewicht, wenn man es das so kann sagen kann. Mit seinen 70 Kilo BS, 78 Grösse, auch für die Nazi von Norwegen schon im Einsatz gewesen. Zuletzt aber nicht mehr regelmäßig nominiert. Marktwert 1,7 Millionen Euro. Aber der FCB hat da, glaube ich, ein bisschen mehr auf den Tisch müssen legen für Elyounoussi. Elyounoussi? Oh, du sagst immer, der jüngere Bruder sei der Beste, oder? Ja, der ältere Bruder ist auch sehr ein sehr guter Fußballer. Ich habe auch in der norwegischen Nazi ein paar Mal gesehen, also beeindruckend. Und wenn der Jüngere besser sein. Was mir einfach gefällt bei Basel ist, dass man, wie du das vorhin gesagt hast, Chancen gibt, auf der anderen Seite auch Talent will weiterbringen. Und da muss man auch ganz realistisch sein, dass man im Schweizer Fußball vielleicht manchmal auch ein bisschen mehr Zeit hat, gewisse Talente können auch weiterzubringen. Und durch das, wenn man natürlich so Supermann überkommt, der wirklich den Sprung nachher noch eins machen kann, kann man davon auch als Club wieder profitieren. Holt man den Elyounoussi, wo man links kann laufen kann, aber der Georg Heitz hat gesagt, wir könnten sich noch auf einer anderen Position vorstellen, holt man an, weil man vielleicht weiss, dass es Bjarnason geht? Für wie viel? 6 Millionen? Ja, es ist sicher so, dass wir uns laufend mehr Gedanken machen, dass unsere besten Spieler halt einen nächsten Schritt machen. Und jetzt haben wir DM noch gehabt, wir haben einige Spieler dort gehabt. Und der Bjarnason ist sicher ein Spieler, der auf dem Zettel ist vom einen oder anderen Club. Insofern machen wir auch den einen oder anderen Transfer im Wissen, dass vielleicht der einen oder andere Spieler könnte gehen. Das ist klar. Bözius ist im Moment auch noch bei uns. Wir sind relativ breit aufgestellt auf den offensiven Positionen. Bio hat er auch noch geholt. Bio haben wir auch noch geholt. Das ist klar. Wir haben den Steffen auch noch. Allerdings kann, vor allem jetzt in Elyounoussi, wenn wir darüber schwätzen, der kann natürlich auch zentral spielen. Also wir haben da verschiedene Optionen. Und das Transferfenster ist ja auch noch offen bis Ende August. Also von dem her muss man sicher auch noch mal abwarten. Gut, das ist eigentlich Antwort genug. 28 Mann als Trainer, 28 Nasen. Bei Laune behalten, vielleicht sind es auch der 26 noch. Wie macht man das? Das sind nicht Spieler, die nur Ergänzungsspieler sind. Wir haben gehört, der Bia und der Steffen und so weiter und so fort. Da wird jeder mal auf die Bank müssen. Ich glaube, da braucht man erstens mal eine gute Führung. Oben dran, dass die Spieler auch nicht extrem viel Aufmuck haben. Ja, Telefonanrufe können geben und die Unzufriedenheit vielleicht, dann, dass das wirklich abblockt wird. Dann das Zweite ist auch, du brauchst einen guten Staff rundherum, weil der Trainer allein kann das nicht bewerkstelligen. Ich glaube, eben, das sind viele Gespräche, viele Überzeugungen, Geduld auch. Dann halt sind gewisse Spieler auf einem unterschiedlichen Stand, dass du die wirklich dort herbringst. Dann mit diesen verschiedenen Wettbewerben, dass nicht einer das Gefühl hat, nur wenn ich in der Champions League spiele, bin ich in der Meisterschaft nichts wert. Also ich glaube, dort ist sicher eine grosse Arbeit, weil normalerweise von 27 Spielern hast du 16 unzufrieden, weil nur die, die anfangen, sind zufrieden. Und es ist eine grosse Arbeit rundherum. Und 18 kann ich auf das Matchblatt. Vor 2 Jahren ist der Luca Zuffi von Thun gekommen, wo man, muss man glaube ich ehrlich sein, auch nicht unbedingt denkt, dass er die Entwicklung macht. Wir haben Luca Zuffi im Rahmen des Raiffeisen Starthacks mal getroffen und haben mit ihm genau über die Situation geredet, wie der Kontakt zum FC Basel jetzt stand. Vom Interesse vom FC Basel habe ich erfahren durch den Gerber, den Sportchef von Thun. Es hat mich sehr gefreut natürlich. Es war immer ein Traum für mich, beim FC Basel zu spielen. Ich habe das nachher mit meinem Vater besprochen, ob man das wagen will, den Schritt. Das ist natürlich ein grosser Schritt. Schlussendlich haben wir es gemacht und es hat super geklappt. Starttaxi, wo ihr übrigens immer könnt sehen, unsere Produktion auf welovefootball.ch. Wir reden selbstverständlich über FC Basel, über das Spiel, das Eröffnungsspiel von Raiffeisen Super League gegen FC Sion. Wir reden natürlich auch mit dem Georges Bregi explizit, wie stark ist das Wallis? Wallis ist eigentlich immer eine gute Mannschaft. Warum könnte es klappen, diese Saison? Das und mehr in ein paar Augenblicken.
The Soccer Lounge, presented by Raiffeisen und Allianz. Pure Sports, Pure Entertainment. Friday on SportleHD.com. Soccer Weekly. IB gegen Basel. Ja, ihr wollt mehr von Guillaume Oaho wissen. My career. Ja, die erste Trainerentlassung von der Super League. Das ist der Soccer Weekly mit den heißesten News und Facts zu der Super League. The News Center Soccer Weekly on SportleHD.com. Fridays at 12:15. Presented by Allianz Versicherungen. Wo jemand einen neuen Anfang wagt. Wo aus Denken machen wird. Und wo Stillstand einfach keine Option ist. Da sind wir mit passenden Versicherungslösungen aus einer Hand. Machen Sie Ihren Weg. Wir machen mit. Allianz. Rechnung bezahlen geht ganz schnell. So. Und schon haben wir das Geld. Und für alle, die nicht zaubern können, das neue E-Banking von Raiffeisen. Einfach, sicher und schnell. This is an open letter to anyone who wants to be an athlete. If you want it more than all-nighters, if you want it more than likes, or soft hands, if you really want to be an athlete, just wanting it isn't enough. This is the decisive second. This is where a new adventure begins. This is the moment. This is your time. Tissot. Sport, Schlafsäckkonzelt von 46 Nord, Schuhe von Salomon und viele weitere Artikel bis zu 50% reduziert. Komm jetzt günstig shoppen bei Ochsnersport. Pure Sports, Pure Entertainment. The Soccer Lounge, presented by Raiffeisen und Allianz. Wir reden über den Start von der Raiffeisen Super League, reden über die Vormachtstellung vom FC Basel und reden über mögliche Herausforderungen, die es könnte geben, die auch Transfers hat gemacht. Nicht alle, da müssen wir sagen, das ist nicht ganz vollständig, der Platz hat nicht gelangt, wenn es ein paar rauspickt. Richtig Transfersieger ist natürlich der FC Basel, das haben wir vorher erwähnt. Aber die anderen Clubs sind natürlich auch aktiv auf dem Markt. Einige schauen wir uns an, die grössten Namen, die da geholt worden sind oder zurückgeholt worden sind. Als erstes geht es mit Lukas Andersen von Ajax, so ein Junge mit ganz viel Potenzial. Da freue ich mich sehr drauf. Denn das absolute Gegenteil, nicht was Freude angeht, sondern vom Alter her, der Routine. Ricardo Costa seine besten Zeiten hinter sich, dennoch vielleicht mit der Erfahrung gut für Luzern. Sio hat mal wieder einen rausgehauen, ein bekannter Name mit Arthur Bocca. Hier wird man sehen, was noch drin liegt mit seinen 33 Jahren. Denn IB mit Michi Frey hat nicht den Luzerner weggeschnappt. Frey kommt also wieder zu seinem IB zurück, könnte dort aufblühen. Und zuletzt ein weiterer Rückkehr mit dem Zuzi Toko. St. Gallen geht ein bisschen Risiko mit ihm, aber es könnte durchaus klappen. Vorher die haben ein bisschen Probleme gehabt mit den Stürmern in der letzten Saison. Am Mund sind sicher noch, wo tun zu GC. Wenn es eine Herausforderung kann geben, ist es IB, AC. Haben einen Punkt mehr gehabt in der Rückrunde, liegt es IB oder ist es euch gelegen?
Haben Sie Zeug dazu, euch Paroli zu bieten? Ich finde IB schon auf einem guten Niveau. Ja. Und ich glaube, der Vorteil, den Sie haben gegenüber uns jetzt gerade, oder? Sie haben Ihre Mannschaft können zusammenhalten, zumindest bis jetzt. Also Sie haben keine Abgänge gehabt, die Sie nicht haben wollen. Sieht nicht aus, als es noch dazu kommt, ja? Ja, man weiss es nie, ja. Aber sieht im Moment nicht so aus. Sie haben mit dem Michi Frey, wie ich finde, für Schweizer Verhältnisse einen sehr guten Stürmer dazu gekriegt, der eine weitere Option gibt. Sie haben fast jede Position eigentlich auch doppelt besetzt. Also ich finde schon, dass IB auf einem sehr guten Weg ist und ein ganz starker Herausforderer wird sein von uns. Defensiv hat man erwartet, dass sie vielleicht einen Transfer machen. Bist du überrascht, wie wenig Transfers sie gemacht haben? Ich glaube, der Schick ist noch gekommen, so wie man den Trainer ein bisschen gesehen hat, leider sehr viel Wert auf Kontinuität. Ich glaube, er hat die Mannschaft jetzt wirklich kennengelernt und hat wenig Veränderungen. Was mir einfach immer noch fehlt, ist so ein richtiger Leader in dieser Mannschaft, außer Duaro vorne drin. Aber vielfach, das weisst du selber auch, manchmal ist man als Stürmer mit seiner Welt vorne dran beschäftigt und dann ist die Mannschaft nicht unbedingt so mitentscheidend. Aber ich glaube, dort fehlt für mich einfach so, um wirklich noch einmal voll anzugreifen, so eine richtige Leaderfigur drin. Eine Leaderfigur fehlt jemand im Mittelfeld, George, so eine Stratege, so ein bisschen, nicht gerade ein Spektakel machen, aber einem, vielleicht auch einen, der... Du wolltest sagen, so eine George Brady, oder? Ja, genau. Ja, aber, weißt du, wir bringen ihn mit zum Haus aus nach der Sendung, oder? Ja, ja. Einer, der wegen ihm ins Stadion kommt, wie ein Schorsprecki. Ja, ich glaube, es muss nicht Spiele sein, warum das Zuschauer kommen, sondern wo der Mannschaft kann weiterhelfen kann. Kreativität. Und das war sicher ein Hakenjacken. Er hat sicher gewisse Fähigkeiten gehabt, so etwas zu führen und zu leiten. Feldbahn, so etwas Überraschendes drin bringen im Mittelfeld. Und das ist sicher das, was der Mannschaft vielleicht noch ein bisschen fehlt. Sonst muss ich sagen, Kontinuität ist da, sind punktuell, sind sie noch verstärkt. Aber es ist Ruhe, Schorsch, es ist Ruhe. Und das ist wahrscheinlich wie noch fast nie, oder? Und jetzt kommt natürlich darauf an, der AC hat gesagt, Basel müsste erst eine Mannschaft zusammenfinden, nach den ganzen abwesenden Training und Formstand von einzelnen Spielern, musst du die Meisterschaft eigentlich nicht mit der Top-11 anfangen, sondern dass du im Prinzip eine Elf musst finden, die jetzt am besten harmonieren tut. Und da hat IB sicher im Vorteil sein. Aber man muss auch immer sagen, bei Basel, es ist erstaunlich, wie neue Spieler kommen und sie wie keine Eingewöhnungszeit brauchen. Ja, das hat die Vergangenheit gezeigt, zum Glück, dass die Spieler sich relativ schnell wohlfühlen bei uns. Ich denke, das hängt an der ganzen Betreuung mit auch zusammen. Da haben wir sehr viel investiert, auch in den letzten Jahren. Das ist ganz, ganz wichtig. Der Martin hat das vorher gesagt, bei einem Dumbi, aber das gilt auch für andere Spieler, oder? Dass sie sich schnell wohlfühlen, dass sie sich schnell, möglichst schnell daheim fühlen. Und ich glaube, da sind wir auf einem guten Niveau auch um die Mannschaft herum, im Betreuerstaff, auch im erweiterten Betreuerstaff, dass wir da sehr viel bieten können. Es ist natürlich bei jedem Arbeitnehmer so. Dort, wo du dich wohlfühlst, dort kannst du die besten Leistungen natürlich erzeugen. Ist natürlich auch im Fußball. Also, wir haben es gehört von Marco Wutschur. Der FC Sio hat wieder mal so einen Altstar rausgeholt mit dem Boca. Was, Martin? Ich meine, wenn man 85 Länder spielt. In all den letzten Jahren hat sie auch immer sehr gute Spieler angebracht. Und gute Erfahrungen gemacht, und, oder? Und was du aber vorhin gesagt hast, man muss halt das schon zu einer Mannschaft zusammenbringen. Und dann irgendwann sind halt die Individualisten, schauen dann vielleicht gleich noch für sich. Und die Top-Leute in eine Mannschaft reinzubringen, ich glaube, das ist die grösste Kunst, die in Sion muss gemacht werden. Goalie-Position mit Ruschkin. Wohl Ende Saison schon eingesetzt, Fredim Weng, neben Salatic, denkbar? Ja, sicher, aber was ich eigentlich erstaunt ist, wie viele Spieler das Sion zurückgeholt haben, was vorher uns entlehnt hat, was Spielpraxis gegeben, was vor allem in der Challenge League kam, oder zum Teil wie im Ausland nicht in der Top-Liga. Und ob man das alles immer nur als Transfer Gewinn hat anschauen, bin ich aber nicht so. Mir fehlt halt im FC Sion immer noch der Innenverteidiger, ein klassischer, klarer Innenverteidiger, wo der Chef ist, dahinter ist drin. Und das hat mir das letzte Jahr viel Bock gekostet. Und da
das begreife ich nicht, dass der Konstantin das nicht endlich begreifen tut, dass ein Ziegler nicht ein Innenverteidiger ist. Hast du ihm es gesagt? Nein, so haben wir es nicht gesagt. Ja, warte. Das ist ein schicker Link. Nein, aber sonst die Mannschaft hat sicher ein gewisses Potenzial. Also es ist wie letztes Jahr auch. Aber für mich ist die Mannschaft ein bisschen überschätzt, wo ihr immer sagt, wie stark das der FC ist. Aber es ist eine gute Mannschaft. Sie ist eine launische Mannschaft. Und das hat man gesehen, im Cupfinale haben sie Basel abgefräst. Und nachher siehst du in der Meisterschaft, im Europacup spielst du hervorragend, in der Meisterschaft sind es einfach keine Konstanten. Und das ist aber auch zum Teil von der Mischung von den Spielern, wenn wir mal die ganze Nationalität anschauen, was haben. Und das ist einfach so, die halt mal gut, mal schlecht. Der Tolo nicht in die Cup-Final kommen, wieder Nummer 5 werden, das könnte schwierig werden, hein, Wallis? Ja, das würde ich nicht beurteilen, aber es liegt glaub, auf der Hand, dass es denen wahrscheinlich schwierig wird. Sio hat meiner Meinung nach sehr viele gute Einzelspieler, sehr viel Potenzial. Ich glaube, das kann man nicht von der Hand weisen. Kunst ist, die zu einer Einheit zusammenzubringen und eine Kontinuität, eine Konstanz hineinbringen. Aber ihr habt ja auch viele Nationen, wenn du sagst viele Nationen. Ihr habt auch eigentlich rund um Erdbau Nationen bei euch. Wie muss man denn, muss man das Grüppli den Grüppli-Bildungscharakter unterbinden. Wie bringt man Nationen zusammen? Die reden ja vielleicht auch nicht immer die gleiche Sprache. Ja, ist klar. Das ist eine sehr grosse Herausforderung für die Spieler, die schon da sind, für ein bisschen die Teamleiter, die da sind. Da haben wir natürlich jetzt in den letzten Jahren auch gravierende Abgänge gehabt. Mhm. Aber wir haben Matti Delgado, der hier eine grosse Arbeit auch leistet, innerhalb von der Mannschaft. Das braucht, hat der Martin vorher gesagt, das kennt ihr als Trainer aus eigener Erfahrung, es braucht einen guten Trainerstaff. Ein Trainer allein, ein Cheftrainer allein kann das nicht handeln. Es braucht gute Leute drumherum, dass man die Gruppe formen kann. Und man muss immer aufmerksam sein. He? Und nach den Trainings, während der Essen vielleicht, auch dort ein bisschen Fühler ausgestreckt haben, als Staff ein bisschen spüren? Ich glaube schon, auf jeden Fall. Oder? Wir haben ja jetzt auch mit dem Paulo Sosa seiner Zeit angefangen, dass man die Mannschaft, wenn man ein Morgentraining hat, dass man sich am Morgen zusammenzieht, schon zusammen zum Morgen isst, Trainingsbesprechung macht, trainiert, anschließend geht zusammen zum Mittagessen. Also da entsteht dann auch etwas logischerweise, oder? Und da treffen sich die verschiedenen Spieler in verschiedenen Situationen an. Und das, und man dann vielleicht eben auch Staff gespürt, wo vielleicht einem... Da kannst du nicht ausweichen. Und, genau. Einmal haben wir jetzt ein Telefon, wo glaub, explizit eine Botschaft oder eine Frage hat an Atze Knupp. The Better Original. The Better Original. Ja, guten Abend, da ist der Urs Fischer, Trainer vom FC Basel. Wo ich gehört habe, dass der Adrian bei euch im Studio sitzt, habe ich natürlich müssen anrufen, das ist klar. Ich denke, der Terminator ist natürlich immer ein bisschen gefeiert worden, aber er soll auch mal erzählen, wer mit Abstand der beste Verteidiger war und gegen den, den er nicht so gerne gespielt hat. Endlich geht's los. Von dort her freuen wir uns natürlich, aber es gibt noch einiges zu tun. Wir haben noch viel Arbeit vor uns, gerade auch das Lernen zum Beispiel von den Namen von den neuen Spielern. Ich denke hier an einen Balanda oder an einen Seredier, an einen Rivers oder auch an einen Dumbia. Dumbia, My Lord und der Elionus, der Mohammed oder wie man dem immer sagt. Natürlich, ich wünsche euch allen eine tolle Saison und vergesst nicht, Dumbia, My Lord, Dumbia. Dumbia, my lord, Dumbia. Dumbia, my lord, Dumbia. Auch diese Saison mit an Bord der Alain Schulz. Zuerst mal öffentlich den Urs Fischer gemacht. Das ist, glaube ich, nicht so schlecht. Nicht ganz so schlecht. Nicht ganz so schlecht. Würdest du sagen, Potenzial dranbleiben? Bitterchen hat er schon. Wer meint recht? Wer ist echt der beste Verteidiger der Atze Knupp je gegen ihn gespielt? Keine Ahnung. Eisenfuss von Zürich. Da hat es verschiedene gegeben. Aber ich, einer von den besten ist sicher der Guido Buchwald gesehen. Wir leiten so weiter. Wir gehen zum Head-to-Head. Wir schauen, wenn man die beiden Mannschaften gegenüberstellt, Basel und Sion, zu welchem Ergebnis bist du, Marco? Ja, es hat sicher gemütlicher können anfangen für Basel als gegen Sion. Trotzdem ist natürlich der FCB Favorit. Da schauen wir ein paar Details an im Head-to-Head. Man sieht, dass 67 Duell hat es schon gegeben. Nase deutlich vor der FCB 35 Siege. Auch die anderen Zahlen sprechen klar für FCB 15 Annahmen zu spielen gegenüber 6. Was eigentlich auch okay ist, der teurere Kader natürlich und der letzte Sieg.
von Basel ist etwa 3 Monate her und der letzte von Sion gegen Basel in der Super League, ja, über 5 Jahre. Favoritenrolle ist klar. Wir haben den Cup ausblendet beim letzten Sieg Sion. Das ist natürlich eine mentale. Konate, wenn man ihn sieht, sinnbildlich am Bodog, hat man den Abgang verpasst zu machen. Ja, ich glaube, der Konate hat gar nicht so viel Angebote gehabt, wie ich immer sagen. Mit ihm gehört 13 Millionen. Ja, also wird immer viel erzählt und immer so ehrlich sagen. Im Fußball wird viel erzählt, auch Zeug, nicht stimmt. Ja, ja. Wirklich? Vor allem in den Transfers. Nein, ich sage jetzt, der hat sicher eine gute halbe Saison gehabt. Ja, wo er gehypt ist worden. Jawohl, aber nachher hat er sich nicht bestätigt. Das letzte Jahr hat er das Gefühl, er sei der grosse Star, hat in Süßland zählen wechseln, ist der nicht gekommen. Dann hat beleidigt Leberwurst gespielt. Und das ist aber die Lune. Er hat eine launische Mannschaft. Ja. Hast du es gesagt? Sie hast eine launische Mannschaft. Ich das ja, das hat, würde ich mir nicht getrauen. Das ist etwas geissen. Du hast nicht getrauen. Oder willst du nicht zutrauen? Das würde ich mir nicht getrauen. So, wir wollen spielen. Das Spiel heisst so. Never have I ever. Ganz einfach. Ich stelle Politik auf, stelle Fragen. Entweder habt ihr auf «Habe ich» oder habt ihr auf «Habe ich nicht». Wie der Ratze schon von der Ferien zurückkommt, muss ich die Frage stellen. Ich habe schon mal in einem Pool gebisselt. Portugal in der Ferien. Mit gutem Gewissen. Also. Als Kind. Ja, das weiss ich nicht. Also, das weiss ich doch nicht. Also, okay. «Habe ich» muss ich umkehren. Habe ich nie. Du hast nie? Das ist noch nie ein bisschen, dass du es nicht mehr weißt. Ja. Du musst schon sehr lange her sein. Also letzte Zeit. In den letzten paar Wochen. Besoffen, mir eine Ex angelötet oder geschrieben? Nein. Oh, oder Ratsch? Ja, wir müssen schauen, dass es richtig ist. Mein Promi-Status missbraucht, zum Beispiel bei einer Polizeikontrolle. Wie ist das vonstatten gegangen? Ja. Also nicht bei einer Polizeikontrolle. Oder einfach aber in einem Restaurant zum Beispiel. Also Tisch hast du bekommen? Ja, zum Beispiel. Ja. Ich mal bei einer Polizeikontrolle in Deutschland einen Kollegen heimgefahren, der hat gesagt, wissen Sie nicht, wer das ist. Dann gesagt, oh mal, bitte dürfen gehen. Hier im Mallis hast du das sicher an. Oh mein Gott. Die haben gar nicht erst rausgekommen. Oh mein Gott. Nein, nein. Das ist schon kein Vorteil. Ich habe schon mal mehr selber gegoogelt. Hast du mal einen Fan abgeschleppt? Ja, einen Mensch abgeschleppt. So, okay. Ich habe schon mal gelogen in einer Fernsehsendung. Nein. Oh, nein. Wenn es das letzte Mal macht, heute? Geschwindeln, nicht gelogen. Ja. Man kann ja nicht immer alles sagen. Das wissen die doch. Das wissen die doch. Du kannst natürlich nicht sagen, wie viel es jetzt der Piano so einbringt. Genau. Du weißt es aber? Nein, aber nicht. Nein, das weiss ich nicht. Böttius? Das weiss ich nicht. Chaka, vielleicht geht es nicht. Was man kann sagen, ist, dass wir bis jetzt keine Anfragen haben. Okay. Chaka hat gesehen, intern bei euch, FCB TV, er will immer bei Basel bleiben. Das hat der Kuzmanovic schon gesehen. Ja, so Aussagen sollte man nicht machen als Spieler. Nein, das ist nicht immer ganz glücklich. Aber der Tauland, muss man schon sehen, das ist, auch wenn er für Albanien spielt, ist es eigentlich ein Urbasler. Der identifiziert sich extrem mit uns. Das ist für uns ein unglaublich wichtiger Spieler, auch für das Publikum. Also wir hoffen schon, dass er bei uns bleibt. Ja. Also das ist eine Aussage, die ich finde, ist schon stark, sich so zu committen. Ausblick, Marco Wojtur. Ja, am Weekend geht es endlich wieder los mit der Super League. Genug Entzug, würde ich sagen, und das Grümpelturnier, das du gesagt hast. Das in Frankreich. Richtig, ich habe schon vergessen, was da passiert ist. Am Samstag also geht es los, 17:45 Uhr, die beiden FCS gegeneinander. Lugano gegen Luzern, dann am 8. St. Gallen gegen IB. Der Sonntag fährt an, 17:45 Uhr, Thun, Vaduz, GC, Lausanne und dann unser Game of the Week. Basel gegen Sion, das sind 360-Player auf sportalhd.com. Alle anderen Spiele und natürlich Basel-Sion im Live-Tick von sport.ch. Vergesst mal ein Liebli, das Adrian Knupp mitgebracht hat. FCB-T-Shirt dort vor allem unterschrieben. Auf unserer Facebook-Seite das Bild liken und Seite liken, da sind wir dabei. Merci Marco. Also wir sind extrem gespannt, dass es wieder losgeht. Jeder Club fragt sich, wo er genau steht. Niemand weiß so recht, wie man die Vorbereitung so wert oder nicht. Wir werden es sehen, die erste Runde Samstag, Sonntag gespielt hat. Martin, merci vielmals. Gehst du in das Stadion schauen? Ja, gehe St. Gallen IB schauen. Josh? Ich kann Ferien. Woher gehst du jetzt alles? Italien. Italien? Ja. Und da gibt es guten Wein?
sehr gut. Fußball interessiert dich nicht so in dem Fall, oder? In dem Moment nicht, ich hätte den Tix noch. Er hat so erzählt, müssen wir den EM für uns okay. Also, Messi, wie mal bist du da gewesen? Wie lange haben wir dir gepickelt, bis du kommst? Lang. Nein, ich bin auch schon da gewesen. Lang. Du bist eigentlich schon da gewesen, aber zuerst natürlich in Socken lunch, wir hoffen nicht das letzte Mal. Abzeknopf, hat mich gefreut, dich wieder mal zu sehen. Bist da gewesen. Wenn du uns nochmal möchtest, siehst du sportalad.com oder über unsere App Sportal 360Play, wo ihr all die Sendungen nochmal nachschauen könnt. Merci fürs Interesse, bis nächsten Montag, guten Start in die Super League-Saison. Tschüss. The Soccer Lounge, presented by Raiffeisen, we love football. Und Allianz Versicherungen.